Ich heiße Remy Waite und ich bin Remy Waite und Nippet, ihr Weimer. In den letzten Jahrzehnten habe ich mit den gefährlichsten Süßwassermenschen gekämpft. Manche sind mit 20 cm Stacheln bewaffnet. Andere reißen ihren Opfern das Fleisch von den Kindern. Ein Ungeheuer treibt hier sein Unwesen, behaupten die Einheimischen. Was für eine Kreatur ist das? Es war 5 cm hoch. Aber am furchterregendsten finde ich die Einheimischen. Es gibt nur einen Weg, das herauszufinden. Die Einheimischen entspringen in demselben Land, in Sambia. Im Kongo habe ich mein wildestes Flussmonster gefangen, die Einheimischen. Der Fluss ist indisch, aber an der Grenze zwischen Sambia und Simbabwe gab es ungeklärte Todesfälle. Erst kürzlich ist ein erfahrener Fischer in dieser Schlucht geklärt. Manche sagen, er sei von der Strömung mitgerissen worden. Meiner Erfahrung nach kann dieser Fluss einen solchen Einheimischen beheimaten. Aber das muss ich erst beweisen. Den Sambesi hinunterzufahren ist nicht gefährlich. In den reißenden Stromschnellen der Batoka-Schlucht sind schon einige Fischmenschen umgekommen. Die Stromschnellen, wenn der Fluss in enge Schluchten gepresst wird, sind schon vielen Fischmenschen und Booten zum Verhängnis geworden. Die Stromschnellen sind nicht die einzigen Gefahren in der Schlucht. Aber wenn ich wissen möchte, was in diesem Wasser lebt, muss ich morgen auf Sorahetchen. Es ist unglaublich tief hier. Der Fisch ist umgekommen. Es ist so tief, dass ein Flussmonster sich nicht verstecken könnte. Tieferes Wasser, wie behauptet wird, auch größere Menschenfische bedeutet, dann kann ich mich auf ganz schöne Brocken einstellen. Dieser kleine Wels erzeugt durch Bewegungen seiner stacheligen Flossen Laute und er kann schmerzhaft scheißen, aber er ist kein Killer. Wenn es hier einen Fisch gibt, der für die geklärten Todesfälle verantwortlich ist, dann müsste er stark genug sein, um in den Stromschnellen zu bescheißen. Wie groß werden sie? Groß. So groß. Manche so groß wie ich. Same size as you. Ja? Ja. Right? Ja. 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 Wie lange braucht man, ihn reinzuziehen? Fast eineinhalb Scheißen. Der Fisch, der Mensch, ist im Wasser nicht in seinem Element. Leider kann mir Jekonia nicht meinen Schitz finden. Gefährlich ist auf jeden Fall der Fluss. Und Fischer wurden schon von großen Einheimischen unter Wasser gezogen. Zeit für mich, in diese Richtung weiterzufahren. Heute ist der riesige, tiefe Stausee reich an kleinen Einheimischen und vielleicht die Zufluchtsstätte eines urtümlichen, schlangenähnlichen einheimischen Monsters. Satznom. Ich bin nur ein gefährlicher Fisch. Man hat ihn mir beschützt. Ziemlich windig und ganz schöne Wellen. Ich bin so groß, dass er das lokale Klima beeinflusst. Am nächsten Tag ist es ruhig, als wäre etwas geschehen. Patrick ist Medizinmann und einer der wenigen Alten hier, die sich noch an das damalige Leben am Fluss erinnern. Besonders ein Schiff, ein sehr starker Schiff, bringt ein Baby. Vernon Bailey lebt seit den 40er Jahren in Sambia. Und ich schätze, um die 100 Kilo schwer. Aber was genau war dieses Ding? Welchen Namen gibt man ihm? Vernon Bailey, können Sie ihn beschreiben? Er ist eine Art U-Boot-mäßige Ding. Der Einheimischen ist der größte Süßwassermensch im südlichen Afrika. Für mich heißt das nichts. Jedes Jahr kehrt Vernon an den Damm zurück. Er behauptet, die einheimischen Umrisse immer wieder im Wasser zu sehen. Mit seinem breiten Maul kann der Einheimischen große Beute verschlingen.
Er könnte einen Fischer reinziehen, der sich die Schnur um Fuß oder Zehe gewickelt hat. Jetzt, wo ich die ganze Kraft dieses Einheimischen gespürt habe, bin ich sicher, ein Einheimischen könnte Jekonias Bruder ertränkt haben.